Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung machen wir einen Besuch in Hamburg in der Speicherstadt. Und zwar gehen wir in das Miniatur Wunderland. Das ist eine Modellbahnwelt, mit deren Bau im Jahr 2000 begonnen wurde und die seitdem unaufhörlich gewachsen ist. Hamburg, Speicherstadt, Block D, vierte Etage. Fertig machen zum Eintauchen in eine Wunderwelt. In Sichtweite des Michel, des berühmten Hamburger Wahrzeichens, entsteht ein Mini-Michel, das neue Wahrzeichen des Miniaturwunderlandes. Diese Welt wächst in einem atemberaubenden Tempo. Eine Welt, die ihresgleichen sucht. Im vierten und somit neuesten Teil der riesigen Modellbahnanlage wird Hamburg abgebildet und mittendrin wächst ihr Blickfang heran, der auch im verkleinerten Maßstab für Furore sorgen wird. St. Michael en miniature. Man hat die kleinen Bahnen immer in Sichtweite. Egal, ob sich der liebe Nachwuchs in einer speziellen Spielecke mit einer ganz großen elektrischen Eisenbahn austobt, oder der kleine Hunger zwischendurch gestillt werden muss. Wir befinden uns hier im Eingangsbereich unserer Ausstellung. Das ist eigentlich der einzige Moment eines Besuches des Miniaturwunderlands, wo man nicht die richtig gute Laune hat, denn man muss hier Eintritt bezahlen. Aber ich verspreche jedem Gast, spätestens wenn dieser Moment überstanden ist, dann wandelt das sich sehr schnell in ein großes Staunen und eigentlich große Begeisterung. Und das gucken wir uns drin einfach mal an. Und Freddy Braun hat nicht zu viel versprochen. Kaum ein Gast kann sich der Faszination der Modelleisenbahnen entziehen. Das hat sicherlich unterschiedliche Gründe. Auf jeden Fall ist man von der Größe der Anlage fasziniert und in gleicher Weise beeindruckt von der Detailtreue. Von der liebevoll ausgestalteten Landschaft und den kleinen Geschichten am Rand, auf die wir noch eingehen werden. Züge fahren, aber nicht übertrieben häufig. Und nicht nur die Züge sind unterwegs, auch auf den Straßen wuselt es und manchmal kracht es, fast so wie im richtigen Leben. Kaum vorstellbar, dass Mitte 2000 diese Anlage noch nicht einmal in der Fantasie existierte. Diese Miniaturwunderwelt ist das Ergebnis einer Eingebung. Und zwar bin ich als Kind Eisenbahn verrückt gewesen. Dadurch kam so dieser Gedanke, überhaupt sowas zu machen. Ich habe wirklich Tage und Nächte vor Bahnübergängen verbracht, habe Züge katalogisiert, das alles mit meinem Vater und meinem Zwillingsbruder zusammen. Und das war wahrscheinlich die Grundlage, dass in meinem Herzen irgendwas schlummerte, was der Eisenbahn galt. Und ich habe 10 Jahre lang eine Diskothek geführt und die letzten 3 Jahre wollte ich eigentlich raus aus dem Nachtleben. Das heißt, der Kopf war frei für was Neues. Ich war im Urlaub in Zürich, ich bin in ein kleines Modellbahngeschäft gegangen und da hat es Klick gemacht und da war plötzlich diese Idee da. Der weiß wahrscheinlich bis heute nicht, was er verursacht hat in mir. Auf jeden Fall bin ich raus aus diesem Geschäft, habe sofort meinen Bruder in Hamburg angerufen, habe alle verrückt gemacht mit dieser Idee. Keiner hat mich für ernst genommen. Ich weiß noch, der Spruch von meinem Bruder ist heiß in Zürich, hast einen Sonnenstich, ne? Viele große Ideen mussten anfangs eben den Prüfstand des Spotts überstehen. Doch Freddy, der Visionär, zog Räume an Land, fuhr über Land und kehrte mit einem Kreuzbuben im Ärmel zurück. Freddys Stärke ist seine Sturheit und seine Begeisterungsfähigkeit. Und dann die Begabung, diese Begeisterung weiterzugeben und Leute zu finden, die diese Ideen in die Realität umsetzen. Sein Trumpfass wohnt im Fränkischen, heißt Gerd Dauscher und der wird von der Größe der Vision beinahe erschlagen. Das ist eine der größten Aufgaben, die ich bisher vor mir hatte, die ich bewältigen wollte und musste. Und angefangen hat es damit, zu versuchen, Leute zu finden, die eine Begeisterung für dieses Projekt aufbringen und die Fähigkeiten dazu haben. Und das haben wir in einem Seminar ausgekundschaftet, haben 2 Seminare veranstaltet, haben Mitarbeiter geschult und dabei auch getestet, wer für dieses Projekt geeignet sein könnte. Gemeldet haben sich mehr als 160 Leute. Bautauglich waren 20. Wir haben uns entschieden, von der Nordsee bis ins Gebirge so Ausschnitte aus Deutschland darzustellen. Und das haben wir dann in die entsprechenden Räume aufgeteilt. Und dann konnte eigentlich schon die Planung beginnen. Man kommt mit einem Plan, der genau die 1:1-Maße dieser Anlage hat, hier oben an in Hamburg, legt den Plan auf ein Holzgestell und dann hat man erstmal einen zweidimensionalen Plan. Und nun ist es die Kunst, diesen zweidimensionalen Plan in eine dreidimensionale Darstellung umzuwandeln. Kaum zu glauben, doch der Umwandlungsprozess hat funktioniert.
Das Wunder nahm Gestalt an. Nach der Formel Kreativität, Tatkraft, gute Leute und ein geballtes Nichts hält uns auf. Und an der Spitze Gerd Dauscher. Er ist unheimlich gut in seinem Handwerk, unheimlich gut in seiner Art, menschlich perfekt und er hat eine Fähigkeit, er kann es auch noch erklären. Das heißt, wenn ich ihm gegenüber sitze, dann kann sogar ich, der eigentlich überhaupt nicht in der Lage wäre, jemals aus einer Portion Gips und ein bisschen Fliegengitter einen Berg zu bauen, sogar ich könnte Berge bauen. Ich habe es auch gelernt von ihm und es sah wirklich nach einem Berg hinterher aus. Und das ist eine Fähigkeit, die ich so bewundere. Erstens so viel Know-how zu haben und zweitens in der Lage zu sein, das auch zu vermitteln. Das war, wie gesagt, der etwas schwierigere Schritt. Wer baut uns diese Modelleisenbahn? Und ab dem Moment, wo Gerd Dauscher im Team war, ging alles von selbst. Und alle Welt, zumindest im hohen Norden, schien nur auf die Miniaturwelt gewartet zu haben. Zu Hunderten strömen die Fans an mittelmäßigen Tagen. Zu Tausenden an Sonn-, Feier- und Ferientagen. Und sie bekommen eine Menge geboten. Sehr beliebt ist der Feueralarm. Kurz nach Ausbruch des Feuers in Knuffingen, Goethestraße 1, rückt die Feuerwehr aus. Mit Tatütata geht's Richtung Brandherd. Im normalen Leben würde ein Hausbrand sicherlich weniger positive Reaktionen auslösen, aber im Spielzeugmaßstab ist es ein Hochgenuss, akustisch und optisch. Das Feuer hat unterdessen weiter um sich gegriffen und da ist es mit einer einzigen Feuerwehr längst nicht mehr getan. Großbrandmeister und Herr über alle Feuerwehren und sonstige Straßenfahrzeuge ist Gerrit, Freddys Zwillingsbruder. Ich hatte als kleinen Nebenbereich am Anfang mir selbst auf dem Zettel geschrieben, fahrende Autos hier. Ich dachte, das ist eine Nebensächlichkeit, die man nebenbei macht und dann kann ich mich dem eigentlichen Eisenmann wieder widmen. Aber es wurden halt auch da wieder so viele Möglichkeiten offen, je länger man getestet hat, dass das ein riesen Eigenbereich wurde mit dem computergesteuerten fahrenden Autos. Der Straßenverkehr ist eine ganz wichtige Keimzelle des Erfolges. Fahrende Autos machen das Stadtbild einfach lebendiger. Die Entwicklungsarbeit war immens. Wir werden später noch mehr darüber hören. Ähnlich verhielt es sich mit dem Landschaftsbau. Man musste sich erst einarbeiten, ehe man eins war mit Natur und Technik in der Modellwelt. Und eines darf man nicht vergessen, den Zeitrahmen der Bauarbeiten. Zwischen Idee und Eröffnung lag gerade mal ein Jahr. Und welch eine Arbeit hier geleistet wurde, lässt sich in Teilen erahnen, wenn man einen Blick auf die kahlen Holzspanten wirft. Also wir stehen hier in unserem allerersten Bauabschnitt. Hier haben wir am 20. Dezember 2000 begonnen zu arbeiten. Hinter uns ist zum Beispiel der erste Berg, den haben wir dreimal gebaut, weil er uns überhaupt nicht gefallen hat am Anfang. Wir mussten uns also selbst mal so richtig rantasten. Dasselbe ist zum Beispiel auch bei der ICE-Trasse. Dieser Bogen, der hier über diese ICE-Trasse, der war nie gerade. Wir haben immer wieder neu anfangen müssen und irgendwann war er dann endlich mal synchron gerade. Aber so ist es jetzt so richtig schön geworden. Das soll natürlich, weil wir hier im Harz sind, so ein bisschen an die Hamburg-ICE-Strecke, Hannover-ICE-Strecke erinnern. Das frisst sich dann hier weiter durch und in dem nächsten Raum, da sind wir dann schon so Mitteldeutschland mit dem Ansatz von den Alpen. Auf solch einer Anlage kann ein ICE nicht nur seine Geschwindigkeit ausfahren, er kann auf einer schier endlosen Geraden dahin gleiten, ohne sich gleich wieder in enge Kurven legen zu müssen oder sich gar schwindelig zu fahren, wie so viele andere Triebwagen in ihrem Modellbahnleben. Es sind insgesamt mehr als 60 Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, diese Miniaturwelt Wirklichkeit werden zu lassen. Die Anlage ist so riesig, dass wir nur einen Eindruck vermitteln und optische Appetithäppchen verteilen können. Wie gerade bei unserem Besuch in Schwarzbach an der Weile. Hunderte von Häuschen sind entstanden. 30.000 Figuren beleben die Anlage. An die 30.000 Bäume wurden gepflanzt und sage und schreibe 80 Kilo Grassamen ausgestreut. Im Miniaturwunderland sind beileibe keine Feuerteufelchen am Werke, doch so ein kleiner Waldbrand belebt einfach das Bild. Eine Besonderheit der Anlage besteht darin, dass auch die versteckten Anlagenteile genauso detailliert ausgestattet sind wie die Vorderfront. Und als Eisenbahnromantik-Kameramann hat man auch die Möglichkeit, von Positionen auszufilmen, die den Besuchern nicht zugänglich sind. Außerdem können wir Ihnen zeigen, wie diese Welt sich entwickelt hat. Wo im Herbst 2000 noch weiße Blätter lagen, zeigen sich 6 Monate später schon klare Konturen. Ja, man ahnt schon, wie die Welt im Kleinen bald aussehen wird. Die sorgfältige Detaillierung fällt schon im Rohzustand ins Auge. Das ist ein weiterer Punkt, dass man mit sehr viel Liebe an die Sache gehen muss. Also nur alleine die technischen Daten, wie viel Meter Gleis und wie viel Weichen ich haben möchte, wie viel Technik, das genügt für eine Ausstellungsanlage nicht. Man muss versuchen, sehr viel Herzblut in die Sache zu bekommen, irgendeine Begeisterung, die man selber empfindet, so umsetzen zu können, dass sie auch die Besucher empfinden.
Und das sind unter anderem kleine Schluchten, romantische Szenen an irgendeinem Bachlauf, irgendein Fischer, der gerade einen Fisch fängt, oder irgendein Mann, der von einem Tier verfolgt wird, oder ein Jäger auf der Jagd. Oder ein Fahrgast, dem der Zug vor der Nase wegfährt. Wir haben einige der gestalteten Liebenswürdigkeiten für Sie ausgesucht und ins rechte Licht gesetzt. Die Macher haben übrigens herausgefunden, dass sich speziell die weiblichen Besucher von diesen kleinen Geschichten auf der Anlage mehr fesseln lassen als von den Zügen. Plötzlich herrscht Aufregung. Ein schwerer Junge hat das Weite gesucht. Mit dem uralten Betttuchtrick ging's über alle Berge, obwohl das Gefängnis so gut gesichert ist. Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren eine ganz merkwürdige Entwicklung beobachten können. Wir hatten am Anfang nur Angestellte, so haben wir sie genannt. Und es waren auch Menschen, die einfach nur versucht haben, das zu tun, was wir von ihnen wollten. Inzwischen, 2 Jahre später, haben wir nur noch Künstler. Und ich frage mich, was einfacher ist, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten oder mit Künstlern. Aber ein ganz besonderes Beispiel für diese Entwicklung steht hinter uns. Das ist nämlich der Gaston. Gaston ist hierher gekommen ins Team, um eigentlich nur so die groben Arbeiten in den Räumlichkeiten zu machen. Tresen bauen, Tische bauen und so. Und er sagt immer, lasst mich weg von diesem kleinen Fisselkram. Inzwischen ist er derjenige, der sich darum reißt, die kleinsten Dinge auf dieser Anlage zu bauen. Er baut alle Brücken und alle Kaimauern und so. Alles, was ein bisschen ins Speziellere geht, das wird von Gaston gebaut. Gaston bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Dem Brückenbau. Ich arbeite am liebsten mit Holz. Holz ist für mich, das lebt, das arbeitet, das kann ich behandeln, egal wie. Dem arbeite ich schon von klein auf mit Holz. Das habe ich vom Vater und ich liebe mein Holz. Holzwurm ist denn auch die liebevolle Bezeichnung für Gaston, dem Erbauer des Leuchtturms, den er in einem Baumarkt erstanden hat. Indirekt. Da bin ich zum Bauhaus gefahren, habe mir ein Tischbein gekauft und habe praktisch das Mittelteil vom Tischbein. Siehst du? Upp, bleibst du so rausgeschnitten. Dann habe ich unten ein bisschen eine Struktur rumgepappt. Ein paar Türen, was ich gefunden habe, ein paar Fenster. Da oben, das habe ich auch irgendwo gefunden. Ich arbeite am liebsten alles, was ich finde, was ich so. Das kann ich wiederverwerten. Recycling wird bei mir wiederverwertet. Weil zuvor hatten wir einen Turm aus Kunststoff. Ja, überhaupt keinen Bock ab auf Kunststoff, der war gerade so hoch. Und das ist für mich kein Leuchtturm. Das ist ein Leuchtturm. So ist es. Natürlich geht auf der Anlage nichts ohne die moderne Technik. Computer, Monitore, Mikroprozessoren, Dioden, Sensoren, 20.000 Lämpchen, 600.000 Meter verlegtes Kabel, vollautomatisierter Betrieb. Da staunen die Laien und wundern sich mit den Fachmännern, dass alles funktioniert. Meistens zumindest. Die Technik ist so überwältigend, dass bereits eine stichwortartige Aufzählung ehrfürchtiges Staunen hervorruft. 10 Steuerungscomputer, mehr als 60 Stromkreise, über 900 Weichen, knapp 6000 Meter Gleis, 200 Züge und alles im Dauerbetrieb von mindestens 10 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Mit Eisenbahnspielen in Anführungszeichen hat das wahrlich nichts mehr zu tun. Ja, jetzt befinden wir uns hier im zweiten Bauabschnitt, natürlich verbunden mit dem ersten Abschnitt, mit dem Harz. Da kommt so richtig schön 16 Meter lang der ICE auf uns zugerast. Wir fahren hier durch das Ruhrgebiet hinein, mitten schön in eine kleine schwäbische Stadt. Hier ist auch was ganz Besonderes, hier ist nämlich das Car System, das einen Großteil unseres Erfolges ausmacht. Hier fahren ganz viele Autos wie von Geisterhand gesteuert. Und der ICE frisst sich nachher weiter, schön in den Alpen. Das ist hier noch so das Alpenvorland, so die schönen deutschen Alpen, während wir im dritten Bauabschnitt, wo wir gleich rübergehen, eher so die Schweizer Alpen nachgebildet haben. Die Idee des Car-Systems ist nicht neu, wohl aber die Ausführung, die Dimension und der Dauerbetrieb. Also die Autos fahren an einen
fürs Auge sich unsichtbaren Draht in der Straße, der unter der Oberfläche liegt, magnetisch gesteuert lang, haben einen eigenen Motor und Akku drin und haben als Herzstück einen kleinen Mikroprozessor drin. Und dieser Mikroprozessor empfängt vom Computer, also vom großen Steuercomputer, Befehle. Langsamer, schneller anhalten, Licht an, Blaulicht an. Und in der Regel gehorcht das Auto. Also es gibt Fahrzeuge, die dürfen sämtliche Wege fahren, PKWs zum Beispiel. Es gibt aber auch Fahrzeuge wie der Schwerlaster, der mit Sicherheit nicht zum Schloss hoch darf, weil das würde einfach nicht passen. Und ein Tanklastzug darf nicht ins Wohngebiet, also so weiß der Computer bei jedem Fahrzeug, wo es langfahren darf und wo es nicht langfahren darf. Die Zuschauer reagieren häufig so, als wenn es das Highlight sei, was mich persönlich natürlich sehr freut. Und das ist Garrets Lieblingsspielzeug, sein Feuerwehrauto. Fernsteuerbar, ein kleines Wunderwerk der Technik und sein bester Kumpel. Das Ding muss wirklich dann herhalten, entweder wenn ich Spaß haben will oder wenn ich zu viel Stress habe. Dann nehme ich mir meinen kleinen Feuerwehrwagen, stelle ihn zu den anderen Autos und mache den auf die Anlage. Fahr dann mit und die Kinder freuen sich und das Kind freut sich auch. Dann steigt die Spannung wieder. Großalarm. Feurio im Schloss Löwenstein. Irgendwo und außerhalb des Protokolls, aber im Sinne des Erfinders, fährt Garrets Feuerwehr. Der Brand im Schloss ist immer ein Höhepunkt seines Fahrspaßes. Normalerweise brennt es bei den Fürsten zu Löwenstein jede Stunde zweimal. Auch wenn der Brand meist ohne Garrets Feuerwehr gelöscht wird, er hat jede Menge Herzblut in die Anlage fließen lassen. Manchmal denke ich sogar fast zu viel. Aber die Ideen waren einfach so viel, dass man merkte irgendwann, man kann nicht mehr alle Ideen realisieren. Das schafft man einfach zeitlich nicht. Es reicht ein Leben eigentlich dafür nicht, um alle Ideen, die man hat, zu realisieren. Und das macht manchmal auch unglücklich. Für das Ruhrgebiet und die anderen Bestandteile der Anlage gilt, mit dem Miniaturwunderland ist ein wunderbarer Organismus entstanden, der sein Eigenleben führt und der sich selber und seine Schöpfer immer weiter vorantreibt. Beim Bauen oder Renovieren erscheint eigentlich alles kunterbunt, unorganisiert und uneinsehbar. Doch, oh Wunder, am Ende fügte sich alles zum Guten. So war es auch im Wunderland, weil Begeisterung Berge versetzen kann, wenn auch nicht zum Nulltarif. Wir laufen also locker auf die 3,5 Millionen Euro zu, die wir hier verbaut haben. Das ist eine ganze Menge Geld. Wir haben uns sehr stark verschuldet. Aber wir hätten das alle vier nicht gemacht, wenn wir nicht den festen Glauben daran gehabt hätten, dass es etwas wird. Und die Publikumszahlen lassen uns auch hoffen, dass wir relativ bald auch schwarze Zahlen schreiben, was wir jetzt noch nicht tun. Gefahren wird mit 3 Leiter Wechselstrom. Das erschien den Experten für einen Dauerbetrieb am praktikabelsten. Im Einsatz sind allerdings Fahrzeuge von unterschiedlichen Herstellern. Man wollte sich nicht auf eine einzige Marke festlegen. Auch werden Loks und Wagen gekauft. So muss man sich nicht bedanken oder Logos von Sponsoren spazieren tragen. An vielen Stellen der Anlage sind Knöpfe angebracht. Für bewegende Momente. Und manchmal führen die Wege hoch hinaus. Ja, wir befinden uns hier jetzt in dem 3. Bauabschnitt. In meinen Augen der schönste Abschnitt sind die Alpen. Und man mag es eigentlich gar nicht sagen, weil es hört sich so komisch an. Wir haben den in 6 Wochen gebaut. Es war schon sehr dicht an der Eröffnung. 16.8. wollten wir unbedingt eröffnen. Wir hatten nur noch 6 Wochen Zeit. Wir hätten nicht gedacht, dass es klappt. Aber dieser Abschnitt ist wirklich in 6 Wochen entstanden. Und das Komische ist, dass die Besucher sagen, es ist der schönste. Und die denken immer, dass wir hier dann am längsten gesessen haben. Aber es ging wirklich ratzfatz. Hier ist zum Beispiel auch witzig, hier kann man wieder Knöpfe drücken. Wenn man auf den Knopf drückt, fangen die Lifte zum Beispiel an zu laufen. Das ist für die Kinder was ganz Besonderes, dass sie nicht nur gucken können, sondern dass auch auf Knopfdruck irgendetwas zu tun ist. Wir sagen, es ist interaktiv. Schwierig bei solch einer Riesenanlage einigermaßen die Übersicht zu behalten. Deshalb jetzt ein kleiner Kameraspaziergang, beginnend in den Hochalpen. Jetzt erreichen wir das Voralpenland im Hintergrund mit der großen Brücke links. Schloss Löwenstein, diesmal allerdings ohne Feuersbrunst.
Und wir enden mit unserem Rundschwenk in Schwarzbeck im Ruhrgebiet. Das Witzige an unserem Team ist ja, dass die meisten Mitarbeiter von uns nicht Modellbaufans sind. Das heißt, sie kommen aus irgendwelchen Berufen, sind zu uns gestoßen, völlig ohne Vorbelastung. Und ein gutes Beispiel ist Harry, der hinter uns gerade Bäumchen bearbeitet. Harry war in seinem vorigen Leben Koch. Und ich weiß nicht warum, aber unser Obermodellbauer Gerd Dauscher hat sich wohl gedacht, der kann so gut Teich kneten. Da wird er der perfekte Mensch dafür sein, Teich für die Berge zu kneten, nämlich den Gips anrühren. Er war ein bisschen skeptisch am Anfang, er hat sich daran getraut und er baut die schönsten Berge, die man sich nur vorstellen kann. Deshalb kehren wir noch einmal in die Welt der Berge zurück. Wir müssen natürlich nicht die Beschwernisse der Bergsteiger auf uns nehmen, um den Gipfel zu erklimmen, sondern wir erfreuen uns am Zugverkehr, an den wagemutigen Trassen, Tunnels und Brücken, nehmen die Schönheiten der Natur zur Kenntnis und hören staunend von den mehr als 20 Zentnern Gips, die beim Alpenbau verarbeitet wurden. Wir stehen hier neben den Alpen und sie sind ziemlich hoch. Und es war nicht ganz einfach, sie zu bauen. Und ich denke, ich zeige euch das mal und wir gehen einfach mal rein hier. So, jetzt stehen wir hinter der Anlage praktisch und hier kann man den Aufbau der Anlage sehen. Das heißt, wir sehen die Spanten, die Holzspanten, die vorgegeben sind. Darauf aufgebaut sind erstmal die Trassen, die Bahntrassen, draußen die Straßentrassen und dann wird das Ganze verkleidet mit Maschendraht. Wobei man das Gebirge schon in etwa vorformen kann. Und danach kommt der Gipsauftrag. Man kann hier schön sehen, dass der Gips sich durch die Maschen drückt und sich festklammert und dadurch auch der Halt des ganzen Gebirges entsteht. Harry arbeitet übrigens bereits an seinem neuesten Projekt, den Rocky Mountains. Darüber werden wir in einem halben Jahr berichten. Die Anlage besteht, wie wir schon gesehen haben, aus zwei Welten. Der sichtbaren und der, die im Schatten liegt. Zwischen Anlage und den Wänden wurde zum Gehen ein kleiner Zwischenraum freigelassen. 80 cm breit, der Wunderland Trail. Von hier aus können Störfälle behandelt werden. Und hier erhält man auch einen Blick in das Innenleben. Fast die Hälfte der Gleise befindet sich im Verborgenen. Hinzu kommen Schattenbahnhöfe für Züge und auch Autos. Der Betrieb läuft eigentlich zu 100% computergesteuert ab. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Wir haben zurzeit 2-3 Züge, die einfach als Special mal mit der Hand gefahren werden, aber auch sehr selten. Das sind sehr, sehr lange Züge, wo wir ein bisschen Probleme hatten, die zurzeit zu programmieren und das eben noch nicht gemacht haben. Das kommt jetzt später. Ansonsten fährt alles wirklich computergesteuert über die zurzeit 10 Rechner. Es kommen noch mal wieder wahrscheinlich 3 dazu. Dann sind das insgesamt 13 Rechner, die nur den puren Zugablauf steuern. Die längste Strecke, die ich jetzt aus dem Kopf weiß, ist eine Dreiviertelstunde, eine Runde von St. Schatmanusplatz, einmal quer durch die Halle, über die Alpen rüber und dann wieder zurück zu St. Schatmanusplatz. Das ist also eine Doppeltraktion, 2 Schweizer Krokodile, die natürlich auch nicht so schnell fährt und die ist also dann eine Dreiviertelstunde. Und wenn da unterwegs was schief geht, wenn man Testfahrten macht, dann ist so eine Nacht sehr schnell um. Das Wunderland ist keine Anlage, deren Bau beendet ist. Es wächst weiter, unter den Augen der Besucher. Während die ersten 3 Bauabschnitte beendet sind, wird hier mit Hochdruck an Teil 4, Hamburg, gearbeitet. Und als nächstes Thema steht Amerika auf dem Bauplan. Wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Bei unseren Dreharbeiten hat sich nicht nur die Begeisterung über die geleistete Arbeit auf uns übertragen, wir haben auch hautnah mitbekommen, dass das Wunderland für viele nicht nur Arbeitsplatz ist, sondern so etwas wie Heimat. Und in diese Heimat gehört auch der Mini-Michel, ein Kunstwerk geschaffen von Helge Bunge, die im Hauptberuf Architektin ist und die der Kirchenbehörde versprechen musste, den Michel nur einmal nachzubauen. Er darf nicht in Serie gehen. Helge konnte auf eine Bauzeichnung zurückgreifen, aber die Einzelteile musste sie fast alle in mühevoller Kleinarbeit erstellen. Ich wohne direkt am Michel und hatte dann den Vorteil, weil man ja in Turmhöhe nicht unbedingt alles sehen kann von unten, dass ich dann
Ich wohne im 4. Stock, dass ich mit dem Fernglas aus der Küche dann ab und zu mal ein paar Details angeguckt habe und konnte dann somit auch den Turm so gut wie es geht detailgetreu nachbauen. Wir haben den Michel im Grundriss in N 1:160 gebaut, in der Höhe ein bisschen hochgezogen, in TT 1:120, weil sonst wäre der Turm bis hier unter die Decke gegangen und die Fläche hätte die komplette Stadt erschlagen. Also haben wir gesagt, wir gehen nach der Optik und nicht nach der richtigen Realität. Auch die Speicherstadt, ein weiteres Wahrzeichen der Hansestadt, ist im Wunderland vertreten. Und die Ähnlichkeit mit dem Original ist verblüffend. Das ist umso erstaunlicher, weil es ebenso von der Speicherstadt keinen Bausatz gibt. Alles hat Helge von Hand geschaffen. Und auch für sie gilt, Hamburg mit der Speicherstadt ist ein Teil von ihr. Der ganze Mensch ist da drin, Tag und Nacht. Ja? Ja, aber wirklich, ja, ja. Das ist, also, ich bin richtig fasziniert von dieser Anlage und ich kann irgendwie auch gar nicht aufhören. Auch wenn ich abends ins Bett gehe, sind meine Gedanken garantiert noch bei der Speicherstadt, wenn ich aufstehe, genauso. Abendstimmung im Wunderland. Ein Effekt, der sich auf der Anlage viermal in der Stunde wiederholt. Nach dem Abendrot wird das Licht bläulich. Und überall gehen die Lichter an. In den Zügen, auf den Straßen, in Knuffingen, in Nessingen, Bad Klosterberg oder wie die einzelnen Ortschaften auf der Anlage noch alle heißen. Und die Lautstärke bei den Zuschauern geht zurück. In der Nacht ist eben alles ein wenig gedämpfter. 3 Minuten lang dauert sie. Ein faszinierender Rundgang durch das Miniaturwunderland geht nun leider zu Ende. Aber wir kommen wieder. Sicher. In der Wirklichkeit beginnt die Dämmerung im Osten, auf der Anlage, im Bergland. Langsam weicht die Nacht einem Morgengrauen. Wenig später färbt sich der Himmel orange-rot. Der Sonnenaufgang kündigt sich an. Es sind dann noch ein paar Momente. Und der helle Tag hat einen wieder. Das, liebe Zuschauer, war Eisenbahnromantik heute mit einem Besuch im Miniaturwunderland Hamburg. Das war's von dieser Stelle aus. Bis denn und tschüss.